So, Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von von Die Rechnung nicht bezahlt. Wir sind hier bei den Schuldeneintreibern. Willkommen bei Mitten im Leben. Nein, wir machen gleich Marvel Strike Force. Ja, wenn es mal hängt, dann liegt das nicht an mir, wie gesagt, sondern es liegt an Open Broadcaster Software, das Programm, mit dem ich über Twitch verbunden bin. Und entweder hängt irgendwie Open Broadcaster Software oder ein Twitch-Server oder so. Und gerade als ich den Stream gestartet habe, war die Verbindung weg. Aber jetzt sollte es gehen. Ich habe gerade nochmal OBS neu gestartet. Und wir springen gleich rein ins Spiel. Aber ich möchte vorher nochmal ganz kurz was zeigen. Und zwar das hier. So, bam, friss das. Dieses grandiose Bild freigestellt haben wir dem guten Suchtkopf zu verdanken, der sich die Mühe gemacht hat, das Cover von der allerersten Defenders-Ausgabe mit Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones und Luke Cage für mich freizustellen, damit ich das hier im Stream zeigen kann. Und wann immer jemand fragt, Karadrik, wieso levelst du die Defenders? Hier, zieht euch dieses Bild rein. Und ich würde gerne zukünftig das so machen. Ah, deine Discord-Nachricht habe ich gerade nicht gelesen. Warte mal, ich guck mal ganz schnell. So. Okay, ich soll sagen, gleich am Anfang von meinem Stream, dass Mandrake aus unserem Strike-Team heute bitte auf Team 2 gehen soll. Hitman hat sich vertan und ist bei uns rein. Ah ja, okay, verstehe. Und Mandrake geht dann rüber. Na gut, also, vielleicht sollten wir ihm das mal direkt an... Also schreib ihn doch direkt über Discord persönlich an, würde ich sagen. Also schreib ihn gerade an und sag ihm schnell, dass er dann ins andere Strike-Team gehen soll. Ich glaube, das wäre das Beste. Ich weiß ja nicht, ob Mandrake jetzt zuschaut. So, also einfach direkt über Discord ihn direkt anschreiben oder @Mandrake oder so. Hast du schon? Habt ihr schon? Na gut, dann müssen wir halt hoffen, dass es dann richtig macht gleich. So, ja, ich schaue es mir gleich mal an. Ich wollte euch erst einmal die Defenders zeigen hier, ne, dass ihr das schon mal gesehen habt. Und zum anderen würde ich das gerne so machen, dass ich zukünftig... Okay, super. Zukünftig würde ich gerne so etwas in der Art machen. Wir starten mal das Spiel und gucken mal, ob das so aufgeht. Falls das irgendwie im Weg ist oder so, schiebe ich es gerne noch ein bisschen rum. Mach es ein bisschen größer oder kleiner. Aber ich hätte gerne irgendwie so ein Defenders-Teil so auf der Seite irgendwo. Ich muss nur noch gucken, wo ich es hinschiebe. Das können wir gleich mal gemeinsam machen. Ja, ich meine, wir haben ja in unserer Allianz haben wir Discord-Pflicht. Und genau das ist eben der Grund. Ja, es kann immer wieder passieren, dass sich irgendjemand verklickt oder dass man spontan ne, irgendwie irgendwelche Leute austauschen muss oder so. Deswegen ist es besser, wenn man regelmäßig Discord nutzt, regelmäßig reinschaut. Guck mal hier. Raubzugstufe 40 abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Rang ich war. Ich war auf Rang 6 in meinem Dingens. Und das haben wir bekommen. Das hat sich doch super gelohnt, würde ich sagen. Wir haben die 60% erreicht. Natürlich dank der grandiosen Hilfe von Suchtkopf, der alleine so viel Schaden gemacht hat wie drei von uns. Aber so haben wir es geschafft. Knapp über 60%. Das ist absolut awesome. Das katapultiert uns ganz weit nach vorne. So, wir gehen erstmal die Arena-Belohnung. Auch da haben wir wieder ein bisschen was bekommen. Und Raubzugstufe 40, ne? Nehmen wir auch gleich mal mit. Spitzenklasse. Und wie sieht es in der Arena aus? Da sind wir auf Platz 1204, jawohl. Ich bin nicht großartig gesunken diesmal. 1204 ist ganz in Ordnung für unsere Verhältnisse aktuell. So, dann schauen wir doch erst einmal in die Arena. Wir machen da, beziehungsweise wir schauen mal ganz kurz in die Allianz-Raubzüge, schauen, wie es da aussieht. Ich bin ja selber noch nicht reingekommen. Ich war ja noch nicht hier. Hatte noch nicht die Möglichkeit. Wir holen mal zwei von diesen Orbs hier ab. Blaue Ausrüstung, das ist super klasse. So, ne, hier, ordentliches Zeug, alles, was ich gebrauchen kann. Also ihr seht, Freunde, es war höchste Zeit, hier auch wieder, alles, was man sehr gut gebrauchen kann. Es war absolut höchste Zeit, dass wir angefangen haben mit dem T4-Raid. Blackstar, schönen guten Abend wünsche ich dir. Und wie sieht es bei den Vorräten aus? Naja, da muss ich jetzt ein bisschen sparsam sein. Ich habe wieder zu viel ausgegeben für blaue Ausrüstung. Wir gehen mal hier hin. Das ist ein Bonus-Raid, den wir gestartet haben, aus Spaß, weil wir noch genug Energie übrig hatten. Das ist der eigentliche Raid, den wir starten. Und es muss
Es fehlen noch Leute in Strike Team 2. Da muss doch irgendjemand in Strike Team 2 reingehen, damit auch der Rest von Strike Team 3 rein kann. Ja? Also, falls irgendjemand von Strike Team 2 da ist, gerade zuschaut oder so, die Möglichkeit hat, bitte reingehen, damit wir da weitermachen können, damit auch Strike Team 3 mitmachen kann. Ich gehe mal in die 1. Und, wie gesagt, ich glaube, wer war es? Hitman, ne? Hat sich verklickt, genau. Hitman Hero ist jetzt versehentlich zu uns reingegangen. Und sollte eigentlich, in Strike Team 2 gehen. Und dann soll hier eben... Der gute Mandrake soll eben in Strike Team 2 gehen. Genau, so war das. So, welchen Ausrüstungsgegenstand, Suchtkopf, meinst du? Du hast gesagt, ich soll mir einen Ausrüstungsgegenstand kaufen. Meinst du hier im Shop? Nee, hier, ich kann ja hier nichts kaufen. Oder wo hast du gemeint? Schauen wir gleich mal nach. Ich wollte aber ganz kurz im Blitzstore schauen, was wir hier holen können. Lila Kopf. Lila Kopf. Vorräte. Hast du das hier gemeint? Diesen fortgeschrittenes MRT? Für 775? Wenn du das meinst, das Röntgenbild, okay, das ist dann das hier. Ich kann es leider nicht holen. Ich habe leider nicht genug Tickets dafür. Nicht genug Währung. Aber gut, dass du es mir gesagt hast. Ich werde zukünftig darauf achten. Sehr selten und Schwerfarbe. Okay, vielen Dank. Also, ihr habt es hier vom guten Suchtkopf. Fortgeschrittenes MRT. Diesen lila Schädel hier. Dieses lila Röntgenbild vom Gehirn. Das sollte man sich holen. Sehr schwer zu farben und sehr schwer zu bekommen. Blacksa ist auch gerade in 2 reingegangen. Also, vielen Dank, Suchtkopf. Und Blacksa ist gerade in die 2 reingegangen. Das bedeutet, genau, Strike den 3 kann auch auffüllen. Perfekt. Super klasse. Und ich wollte mal ganz kurz schnell gucken. Das Bild hier unten links in der Ecke. Stört euch das? Wir gucken gleich bei den Kämpfen, wie das hier aussieht. Wenn das zu sehr im Weg ist, dann packe ich es woanders hin. Dann mach es ein bisschen kleiner oder so. Werden wir gleich mal sehen. Wir gehen auf die Erfolge, nehmen mit, was wir mitnehmen können. Und da würde ich gerne mal Arena-Kämpfe machen. Ihr wisst ja, die erste Hälfte des Streams machen wieder ein paar Allianz-Raubzugkämpfe. Gucken mal, wo wir helfen können. Machen ein paar Arena-Kämpfe und so. Und später machen wir dann weiter. Ne, wir machen noch Blitzkämpfe. Und später machen wir dann eben Kampagnenkämpfe und so ein Kram. Wie sieht's hier aus? Kann ich irgendjemanden ausrüsten? Ach ja, guck mal hier, Freunde. Wir haben die Möglichkeit, Yondu freizuschalten. Wir haben ja letztes Mal in den Blitzkämpfen. Ich zeig's mal ganz kurz, wenn ich das noch machen kann. Hier, ne? Yondu beendet, das ist meine Übersicht. Ich war Rang 2743, nicht gut, aber ich war ja auch nicht besonders aktiv. Und meine Punktzahl ist hier nochmal links zu sehen im Bild. 57.852, 7 von 14 Meilensteine hatte ich beendet. Und dafür haben wir uns letztendlich Yondu geholt. Und den aktivieren wir jetzt, Freunde. Rekrutieren! Zwei Sterne Yondu. Vielleicht werden wir in dieser Episode sogar noch in Action sehen. Wobei, ich glaube nicht. Also aus goldtechnisch bin ich gerade ein bisschen schlapp dran, schwach dran. Das bedeutet, wir werden Yondu in dieser Episode nicht mehr in Action sehen. Aber er hat mir verdammt gut gefallen in Guardians of the Galaxy 1 und 2. In Guardians of the Galaxy 2 sogar noch viel besser als im ersten Teil. Das bedeutet, wir werden ihn auf jeden Fall spielen. Ich werde ihn auf jeden Fall mitnehmen, in die dunkle Seite kämpfen. Und ihr habt ja in den letzten dunklen Seitenkämpfen gesehen, dass wir ihn unbedingt brauchen. Aber, ich kann das jetzt halt nicht machen, weil uns das Gold fehlt, okay? Also, sobald ich die Kohle habe, er ist momentan höchste Priorität für mich zum Leveln für dunkle Seitencharaktere, für Schurken. So, dunkle Seite, ich bin halt so Star Wars geprägt. Wir gehen mal hier rüber, rüsten Daredevil aus, denke ich mal, mit mehr Lebenspunkte. Ich könnte jeden anderen Charakter ausrüsten jetzt, ihr seht es ja hier, wenn ich noch verstärken könnte, aber Daredevil ist halt unser Haupt-Damage-Dealer. Das bedeutet, ich gebe ihm erst einmal hier, ne, mehr Lebenspunkte, mehr Widerstand, das ist in Ordnung. Außerdem gebe ich ihm hier Schlägerei. Ihr wisst ja alle, ein Schlägerei ist ziemlich gefährlich. Und wenn man eine 20% erhöhte Chance hat, auf alle anderen Gegner drüber zu springen mit einer Schlägerei, dann kann man schon ordentlich was anrichten. Also machen wir das mal. Bis zu 60%ige Chance jetzt. Awesome. Zukünftig brauchen wir Lila. Und auch das wird ziemlich gut, weil wir nämlich Lila jetzt öfter bekommen können. Ich könnte sogar noch mehr verbessern hier. Mal schauen, bei wem ich hier noch irgendwas verbessern kann. Jessica Jones vielleicht. Guck mal, ich kann sogar Ablehnung noch bei ihr machen. Das wäre auch ziemlich gut. Es erfährt nämlich 1 bis 2 positive Starteffekte vom Ziel. Wäre auch nicht schlecht.
Sollen wir das mal machen? Ablehnung vielleicht? Was kann ich noch machen? Ich will in höchster Priorität bei unseren Defenders schauen. Er fährt einen negativen Effekt, macht ein bisschen mehr Schaden. Okay. Gehen wir mal rüber zu ihr. Da will ich nichts machen. Ich glaube eigentlich... Ablehnung wäre nicht schlecht oder Kieferbrecher. Abschütteln ist auch nicht schlecht, weil sie dann nämlich... Komm, wir machen vielleicht Abschütteln. Wir machen Kieferbrecher. Ich brauche mehr Schaden, wir machen Kieferbrecher. Das bleibt erstmal so und später mache ich dann die anderen Sachen. Hier Abschütteln und Ablehnung. Und mal schauen, was ich hier machen kann. Schaden, Fokus, okay. Was haben wir hier? Lebenspunkte, Fokus, Widerstand. Machen wir doch mal das. So, ausrüsten. Ach, das können wir auch noch machen. Hier, superklasse. Alles nur, weil wir vorhin ordentliche Gegenstände bekommen haben. Das freut mich riesig, Freunde. Das könnte ich auch machen, das mache ich aber nicht. So, dann gehen wir jetzt mal einen Erfolg abholen. Den hier, ein bisschen Kohle, das ist super. Und dann machen wir einen Arena-Kampf. Mein Team in der Verteidigung sieht momentan so aus. Das hat sich ganz ordentlich gehalten. Das kann auch erstmal so bleiben. Aber in der Offensive werde ich wieder ein bisschen austauschen. Wir machen nämlich Crossbones raus und nehmen dafür Jessica Jones mit. Aus Prinzip. Ihr kennt ja meine Prinzipien. Und wir schauen mal ganz kurz, gegen wen wir kämpfen könnten. 1074, 1031. Da ist auch Quake mit dabei, Punisher, Hawkeye. Das sind schon krasse Gegner mit dabei. 1031. Quake macht doch einen sehr starken Eindruck. Ich will es aber trotzdem mal versuchen. Ich will es gerne versuchen. 1074 auch verlockend. 1044. Naja, da ist Crossbones ziemlich stark und die haben einen sehr mächtigen Wolverine hier. Und Gamora macht mir auch ein bisschen Angst. Naja, 1044, 1031. Sollen wir den nehmen? Der hat starke Ausrüstung schon. Das wird ziemlich schwierig. Die Herausforderung habe ich schon gemacht, Piratenblaze. Dankeschön für den Tipp. Ich habe ja tonnenweise ausgerüstet, offscreen schon. Ich würde mal sagen, wir springen mal hier rein und versuchen es, okay? Die haben zwar Hawkeye, die haben Punisher, die haben Quake. Das ist hart. Vielleicht verlieren wir, aber ich will es zumindest mal versuchen. Dann wissen wir zumindest, woran wir sind. Wir nehmen hier Jessica Jones mit. Crossbones wäre wahrscheinlich besser, aber mein Gott, was soll's. Probieren wir es einfach mal. So, wir werden jetzt im Kampf sehen, wo hier unten links in der Ecke die Defenders hinkommen. Im Menü ist es ja egal, wo die sind, größtenteils, aber im Kampf ist wichtig. Und wenn die jetzt irgendwas Wichtiges verdecken, dann packen wir die auf eine andere Seite. So, die verdecken zum Beispiel die Zeit, okay. Unser Team verdecken die auch. Passt auf, ich mache die mal nur ein kleines bisschen kleiner vielleicht. So. Oder Freunde, was meint ihr? Meint ihr, die können so bleiben? Sind die im Weg? Ist das zu nervig oder ist das so in Ordnung? Lasst es mich wissen. Hier machen wir doppelte Geschwindigkeit. Oh, 9000 Kitscher-Treffer. Guck mal, wie der abgeht jetzt, der Devil. Das hat sich doch gelohnt, ihn zu verbessern. Blutungsschaden auf ihn. Der könnte durch Blutung sterben. Ich will es trotzdem nicht riskieren und greife mal normal an. Ich gehe auf Nummer sicher. Der Devil kriegt es voll ab von allen Seiten gerade. Ganz, ganz, ganz schlecht für uns. Aber wenn wir den gegnerischen Daredevil down kriegen, dann haben wir schon mal die halbe Miete geschafft. Ich provoziere jetzt mal hier mit Luke Cage. Lass mein Daredevil mal den Punisher angreifen. Der kriegt es nämlich dann hundertprozentig. So. Und dem gegnerischen Daredevil nehmen wir jetzt hoffentlich Konter. Hoch, wo mein Spielerprofil ist. Das wäre auch eine interessante Idee. Allerdings ist oben links eine Ecke. Da ist... ist ja der Bann, also ne, der Plan von uns. Unser gesamter Fortschritt ist dort. Und deswegen wollte ich sie vielleicht unten links lassen. Man kann ja die Zeit noch sehen. Ich denke, das ist in Ordnung. Aber schreibt ruhig rein, was ihr davon haltet. Ein Stück höher über die Leiste. Mit der Zeit. Dann würden sie die Charaktere verdecken. Wir machen mal hier normale Geschwindigkeit. Dann sind die, denke ich, zu stark im Bild. Weil die Leiste ist ja eigentlich egal. Da steht nur übrige Feinde. Oder ist das relevant für euch, wie viele Feinde übrig sind? Ich könnte auch generell ein bisschen umbauen. Aber ich glaube eigentlich ist es schon so akzeptabel.
dass der Blitz oben bei der Leiste, unter der Leiste. Ach so, meinst du, ich soll das Bild hochschieben, dass das hier oben ist? Hier? Unter dieser Leiste direkt? Warte mal, wir machen das gleich mal. Oder wir machen das jetzt mal. Ich hab, glaub ich, noch genug. Oder hab ich noch genug Zeit? Ich hab noch genug Zeit. Du meinst jetzt praktisch, dass das ungefähr hier oben ist, vielleicht. Aber ist das ein bisschen zu sehr im Weg, glaube ich. Die blöden Buttons, ne? Die sind auch unwichtig. So vielleicht. Ich muss mal ganz kurz auf Quake achten. Wir greifen mal jetzt hier normal an. Ja, ist eigentlich jetzt... Eigentlich wird es ja so gehen, ne? Dort oben, so wie es ist. Hey, Raggedon! Schön, dass du mit reinschaust. Ein Stückchen kleiner und ein Stückchen höher. Ich meine, ich kann es ja auch so machen. Oh, Sekunde. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Wenn ich das einfach hier runtersetze. Hier hin oder so, ne? So war es ja auch vorgeschlagen vorhin. So zum Beispiel. Was haltet ihr davon, Freunde? Wenn das da ist. Wäre auch keine schlechte Idee. Mir wäre natürlich lieber, wenn das hier oben nicht abgeschnitten wäre, das Feuer, ganz klar. Aber wir nehmen, was wir kriegen können. Und ich glaube, wenn das da ist, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ne, Fefe, schön, dass du mit reinschaust. Wir machen natürlich wieder Marvel Strike Force. Und ich lasse einfach mal das Bild jetzt hier. Und dann testen wir es mal. Genau, das hat Freeman gemeint dort. Hey folks, Matt ist auch mit dabei, sehr, sehr cool. Wir haben heute wieder die Flottenarena gerockt. Platz 1 und 2 für jeweils Matt und mich, ziemlich cool. So, ein bisschen Energie, das ist awesome, ein bisschen Raid-Energie. Und jetzt machen wir noch Blitzkämpfe. Bei den Blitzkämpfen haben wir ja gelernt, erst mit den schwachen Teams anfangen und dann immer mit den starken Teams, ne, aufzubauen. Also machen wir die jetzt mal und später machen wir noch ein bisschen Raids und so. Ich fange am besten bei den 25ern an, hier unten. So, so. Spidey. So. Oder wisst ihr was? Ich gehe nur mit zwei Teams rein. Zwei ordentliche Teams. Lieber zwei ordentliche Teams als irgendwelche Schwächlinge. Hier packen wir Elektra rein. Hinten packen wir Spidey rein, so wie ich das sonst auch mache. Mein sekundäres Team aktuell. Später kommt ja noch Yondu mit rein. So, gehen wir mal diesen Team rein. Bei dem Rest bin ich noch ein bisschen unzuversichtlich. Wobei es eigentlich egal ist, ne? Die Gegner sind eh viel schwächer als wir. Mensch, was mache ich denn? Die Gegner sind ja eh viel schwächer als wir. Das spielt sich auch gar keine Rolle. Also nehmen wir mit die hier unten, von da an. Punisher, Söldner-Soldat, Heilerin, Wache und Yondu. So, gehen wir mal diesen Team rein. Schau mal, die Gegner sind viel schwächer, ne? Guck mal, die haben gar nichts zu melden. Können wir locker schon mal die ersten Tiers holen hier. Hey, Suchkopf, das wäre halt richtig geil. So ein Twitch-Template oder so für, vor allem für die Marvel-Streams dann so mit Defenders oder so, ne? So mit Defenders-Thema. Das wäre halt richtig cool. Oh, der Devil geht nicht ab und es hängt gerade hier ein bisschen. Weil gerade so viel auf einmal passiert ist. So, dann greifen wir mal an hier. Zack, wir haben sogar schon einen Charakter verloren. Aber das ist in Ordnung. Wir greifen mal alle an mit Punisher. Und unser Punisher ist sehr, sehr stark. Der macht das schon. So kann man nämlich schon die ersten Punkte holen. Ohne irgendwas Großartiges machen zu müssen. Geht ziemlich easy peasy hier. Ich glaube, so macht ihr das auch, oder? Dass ihr eure Trash-Charaktere zuerst reinschickt und danach erst nach und nach eure stärksten Teams nehmt oder so für später, wenn die Trash-Charaktere halt nicht mehr können. Da gibt's auch noch ein bisschen Kohle. Ja, Mephisto, ich hab doch Yondu eben erst freigeschaltet. Eben gerade, gemeinsam mit allen anderen zusammen, weil ich ja ihn erst so freigespielt habe. Guten Tag, Manborg. Schön, dass du reinschaust. So, starten wir mal mit diesem Team hier.
Is it a man? Is it a pork? No, it is a man pork. Ach, das ist ja geil, Suchtkopf. Das ist ja echt cool, dass du sowas machst. Wir sind ja mehr oder weniger Kollegen, weil ich befinde mich ja in einer Weiterbildung oder Ausbildung zum Mediengestalter für Konzeption und Visualisierung. Und da mache ich ja auch sowas. Ich habe halt nur dadurch, dass ich mich mehr auf die Videos beschränke oder um meine Videos kümmere, eben nicht so die Zeit. Und Bildbearbeitung ist auch nicht gerade mein Spezialgebiet. Ich mag lieber Ton und Video. Und dementsprechend einfach hier aus hobbytechnischen Gründen schon. Da bin ich natürlich unheimlich dankbar, wenn du so mal die Zeit und die Lust hast, das zu machen. So, Luke Cage spottet. Er ist noch ein bisschen härter als die anderen, aber das stört uns nicht weiter. Boom! Der ist voll weggeschossen. Jawohl. Ja, Yondu auf Level 1, kein Aus, das hat er nicht verdient. Das stimmt. Ich weiß doch gar nicht, ob du vorhin mit dabei warst, wahrscheinlich nicht. Oh, sie ist geplatzt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich werde Yondu auf jeden Fall noch gieren. Der steht bei mir auf Prioritätsliste ganz oben jetzt für dunkle Seite-Charaktere. Ich wollte Yondu ja nicht aktiv farmen. Nachdem wir ihn aber jetzt schon geschenkt bekommen haben. Guckt mal, ich gehe mal auf die Liste. Und wir haben ja Yondu geschenkt bekommen auf 2 Sterne. Und wir haben ja fast ihn sogar schon auf 3 Sterne. Guck mal hier. Ich werde ihn auf jeden Fall noch auf 3 Sterne bringen. Das mache ich definitiv. Und dann werde ich natürlich hochziehen, ganz klar. Wenn wir ihn schon geschenkt bekommen, also wir haben uns ja verdient, Blitzkämpfen. Ne? Aber wenn wir es schon geschafft haben als Belohnung für Blitzkämpfe, stehen kurz vor 3 Sterne, dann mache ich keine halben Sachen, dann machen wir das auch. Und dann werden wir doch zukünftig benutzen für die dunkle Seite-Kämpfe. Ich kann es halt nur aktuell nicht tun, weil ich eben, nicht die Kohle habe dazu, das zu machen. Also ich werde jetzt Blitzkämpfe machen und dadurch dann eben ein bisschen Kohle fahren, zum einen. Zum anderen kriegen wir ja morgen dann auch die Raubzug... Ne, bei Raubzug ist kein Geld dabei, ne? Da ist kein Geld mit dabei. Aber wir kriegen ja durch die... zum 0 Uhr Reset, wenn ich dann farme, auch wieder Kohle. Und dann habe ich definitiv genug, um Yondu aufzutunen. So, für alle, die mich fragen, warum ich die Defenders Level, für die Leute, die das Bild hier unten links in der Ecke nicht ausreicht. Hier, das ist der Grund. Guten Abend, Coachy. Das ist der Grund, warum ich die Defenders Level. Das und kein anderer. So, ne, so wäre es eigentlich richtig. Und falls mich jemals wieder jemand fragt, könnt ihr gerne auf unten links auf die Ecke hier hinweisen, die hier so schön blinkt. Und falls es jemand immer noch nicht begriffen hat, dann gibt es erstmal eine richtig fette Klatsche. Und dann weiß, glaube ich, jeder so wirklich Bescheid. Okay. Ich finde das geil. Ich finde das toll. So. Wir machen weiter in der Arena. Ich glaube, wir können wieder, oder? Können wir wieder? Ja, wir können nur alle 10 bis 15 Minuten. Dann machen wir gleich... Moment, bin ich zurückgefallen wieder? Nee, immer noch 1031. Passt. Dann machen wir jetzt Raubzugkämpfe. Raidkämpfe. Alle sind langsam hier, ne? Langsam treffen alle ein. Ich finde das so cool, dass alle gleich mitmachen. Mephisto führt sogar vom Schaden her. Das ist ja unglaublich. Wo ist unser Suchti abgeblieben? Wo ist der Suchti? Da unten ist er. Irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. So, wir machen mal weiter. Eine Defenders-Klatsche. Suchtkopf geht links. Crux sollte auch links mit Suchtkopf gehen. Gibt es einen bestimmten Grund, warum Crux durch die Mitte läuft? Könnte mich mal aufklären. Soll ich vielleicht einen anderen Weg nehmen gerade? Weil eigentlich sollte Crux ja nach links laufen. Das war ja der Plan mit Suchtkopf zusammen. Also wäre es eigentlich ganz cool, vor allem Freeman, wenn du mich mal aufklären könntest. Mephisto läuft rechts. Das ist eigentlich mein Weg gewesen mit Mephisto. Durch die Mitte gehen eigentlich Freeman, Koji und Hitman Hero jetzt in dem Fall. Crux geht auch durch die Mitte. Das macht halt nicht viel Sinn. Okay, du gehst alleine, verstehe. Das ist auch in Ordnung, weil das schaffst du ja locker. Das heißt, du gehst ganz alleine links rum und ich helfe dann Mephisto weiterhin, okay? Dann gehe ich mit Mephisto jetzt, bei der, der will sterben. Gut, rechte Linie bleibt, dann machen wir das so. Freeman ist ja unser Captain für Strike Team 1. Ich zeig's dir mal ganz kurz. Hier, ne, Freeman, Managed Strike Team 1, Mantrix,
managed Strike Team 2 und Saubetanga managed Strike Team 3. Und wenn ich mal irgendwie beschäftigt bin, weil ich gerade zum Beispiel noch Galaxy of Heroes mache oder andere Dinge, dann richte ich mich ganz nach dem, was Freeman hier vorgeschlagen hat. Und das klingt logisch, da schließe ich mich gerne an. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz einfach gegen Daredevil sterben. So, dann wollen wir mal. Ich kann da wahrscheinlich echt nicht viel ausrichten gerade. Wir schicken unseren Daredevil zuerst rein, hinten Wulvie, damit er nämlich immer bei Luke Cage steht. Das ist der Gedanke dahinter. Ganz nach hinten packen wir die Heilerin rein. Vorne rechts Luke Cage und da vorne links machen wir Crossbones rein. Ich will nämlich, dass alles schief läuft, damit er schon mal... Nee, Mephisto, ich mach das schon. Lass mich einfach in Ruhe sterben. Lass mich einfach... Genau, richtig. Beim letzten Mal warst du nämlich auch zuerst drin. Da warst du vor Costa und ich habe die Reste bekommen. Jetzt drehen wir es mal um. Jetzt gucken wir mal, wie mir die Suppe schmeckt, die wir uns hier eingebrockt haben auf der rechten Seite. Okay, mein Ziel ist es zuerst, Iron Fist wegzupusten, weil er halt sehr stark ist. Also machen wir mal Damage, so viel wie wir können. Ihr seht schon, 60% erhöhte Chance, auf andere Ziele überzuspringen bei Daredevil. Macht schon viel aus. Wir greifen jetzt hier wieder an. Sehr gut. Iron Fist wurde ein bisschen geschwächt. Oh mein Gott, die Gegner machen echt krassen Schaden. Ich könnte ja mal normal angreifen hier. Perfekt. So, Gegner provoziert. Unser Luke Cage ist fast down. Ich erhöhe lieber mal unsere Verteidigungswirtschaft zu provozieren, damit er nicht down geht. Wir schmeißen Stöckchen. Hoffen, den einen oder anderen Konter abzugreifen. Da ist er schon, der Erste. Und dann klicken wir mal hier auf Heilung, weil wir drei Charaktere zu heilen haben, die wir eh nicht ganz voll kriegen. Greifen hier nochmal mit an. Sehr gut. Und unsere Heilerin sollte nach Möglichkeit nicht draufgehen. Dann ist alles in Ordnung. Wir provozieren jetzt mit Luke Cage. Der ist unsterblich. Der kann ein bisschen was abfangen hier vom Single-Target-Damage. Ich würde gerne den Leutnant ausschalten. Hat nicht ganz gereicht. Wir greifen mit der Heilerin an. Die heilt sich ein bisschen hoch. Und ich würde ungern jetzt schon explodieren mit Crossbones. Deswegen versuche ich es einfach mal so. Weil wegen drei Leute explodieren lohnt sich nicht so. Wir greifen mit Wolverine an, geben alles, was wir haben. Perfekt. Den sind wir losgeworden. Bleibt nur noch dieser Scharfschütze hier. Der Tank hat leider unseren Luke Cage weggeboostet. Ja, wir gehen. Ich gehe davon aus, dass wir Verluste kriegen. Also, ich mache mir keine Illusion, das ohne Verluste zu schaffen. So, Gegner greifen unseren Crossbones an. Das ist nicht gut. Ich würde den Gegner gerne ausschalten, bevor er irgendwelche weiteren Metzchen machen kann. Oder vielleicht sogar Crossbones besiegt. Er greift den Richtigen an. Das ist in Ordnung. Sehr gut. So, der zweite Kampf wird heavy, sagt unser guter Mephisto. Wir klicken mal kurz auf Heilung. So, sehr gut. Und dann sprengen wir uns in die Luft. Perfekt. Okay, Crossbones hat ganz knapp überlebt. Unsichtbarkeit für Elektra. Ich würde gerne wenigstens Daredevil noch vernichten. Oder möglichst viel Damage anrichten hier. Greifen wir mal Fisk an. Jawohl, Daredevil ging drauf. Sehr gut. Leider taunte der Gegner jetzt, der spottet. Das heißt, wir können jetzt nichts mehr an Fisk machen. Aber er kriegt zumindest ein bisschen Blutungsdamage noch. Je mehr Schaden wir an Fisk machen, umso besser ist es. Wir könnten mit Crossbow provozieren. Ich mache das einfach mal. Das soll provozieren, damit er einen Angriff abfängt. Zum Beispiel den von Electro. 12.000 Schaden, habt ihr es gerade gesehen. Daredevil soll noch mal vielleicht einen Konter abkassieren hier. Hier wird leider geblockt. Das ist sehr schade. Oh, alle werden weggepustet. Ich kann doch mal versuchen, einen von denen hier zu vernichten. Fist kriege ich eh nicht down. Jawohl, sehr gut. Daredevil kämpft um sein Leben. Konter von Daredevil ist weg. Schade, hat Electro gerade weggemacht. Fist ruft Verstärkung, die auch gleich angreifen können. Daredevil hat das ganze Kampf überlebt. Gegner spottet wieder. Naja, wir machen noch ein bisschen Schaden auf den Tank. Und Daredevil überlebt weiterhin. Fängt noch ein paar Attacken ab, aber das war's. Also, ich denke, wir haben Daredevil gepustet. Wir haben die Gegner ordentlich geschwächt. Wir haben ein bisschen was rausgehauen. Ich glaube, darauf können wir stolz sein. Mephisto wird sicher ohne zu große Verluste diesen Bosskampf schaffen. Oder Mephisto, 21%, die schaffst du bestimmt ohne Verluste. Oder ohne zu viele Verluste. Und dann haben wir das ja auch gepackt. Oder soll ich nochmal reingehen? Ich könnte nochmal reingehen, denke ich. Soll ich nochmal versuchen? Mit dem nächsten Team? Habe ich euch noch Heilenergie? Ich habe sogar noch Heilenergie. Jawohl, vielen Dank, Freunde. Schön, dass es euch gefallen hat. Ich glaube, ich könnte noch einmal reingehen mit meinem sekundären Team. Und
Willst du es versuchen, Mephisto, oder soll ich es versuchen? Ja, ich weiß, Fisk habe ich leider nicht gekriegt, aber ich habe zumindest ein paar Leute bekommen, die Damage machen und alles schon mal so geschwächt, dass du sie vielleicht bursten kannst. Das wäre mal ein Versuch wert. Ich mache in der Zwischenzeit einen Arena-Kampf und du entscheidest, du überlegst in der Zwischenzeit, ob du jetzt weitermachen willst. Okay, gut, dann mache ich einen Arena-Kampf in der Zwischenzeit hier. So, mal schauen, wie wir kriegen. Ich habe meine Heilung gespart, Hitman Hero. Ich habe bei den Tier 3 Raids keine Heilung ausgegeben. Außerdem habe ich eben noch ein bisschen Heilung bekommen. Ich glaube, 50 habe ich eben bekommen durch einen Erfolg. Also 50 Heilung habe ich durch einen Erfolg bekommen. Und die anderen 200 oder 250 hatte ich noch gespart vom Tier 3 Raid. So, wir machen jetzt nochmal hier einen Arena-Kampf und schauen mal, wohin wir es schaffen könnten eventuell. Drax provoziert ja immer gleich von Anfang an, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen versuche ich meistens Drax zu meiden. Ich versuche aber trotzdem, um die 800 durchzukommen. Hier vielleicht, das wäre eine Idee. Allerdings ist dieser Gegner hier, ich glaube, gegen den habe ich sogar schon mal gekämpft. Der hat nämlich einen, der taunted, Captain America und dann noch jemand, der Hilfe ruft, der auch Taunter ruft. Hier auch. Hier ist Drax mit dabei. 896. Wir könnten es mal gegen den versuchen. Der hat zwar auch schon starke Charaktere, aber wir könnten vielleicht Yondu schnell down bekommen und Winter Soldier. Und dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. Also gehen wir in den Kampf. 896. Und los geht's, Freunde. So, also Daredevil ist zuerst dran, das ist schon mal grundsätzlich sehr gut. Wir greifen jetzt Yondu an. Ah Mist, wir haben schon eine 60%ige Chance auf bis zu 4 Bonusangriffe und haben keinen einzigen gelandet. Das ist sehr, sehr schade. Yondu greift aber eben Wolverine an, damit können wir leben. Und jetzt würde ich gerne mal den hier angreifen, den Winter Soldier. Wir schicken Wolverine vor, auch der macht keine Bonusangriffe. Sehr unglücklich für uns gelaufen. Oh mein Gott, dieser Damage. Das war ja mal dermaßen krank gerade auf Daredevil. Und der blutet sogar noch. Wir versuchen wenigstens mal Winter Soldier wegzuboosten hier. Und greifen nochmal an. Zack. Bonusangriff. Sehr gut. Zum Glück machen die meisten Gegner nur Single-Target-Damage. Wolvi könnte ihn wegboosten. Jawohl. Quake ist noch da. Quake würde ich auch gerne vermöbeln. Ich schmeiß mein Stöckchen. Auf eine Konterchance wenigstens. Luke Cage wurde betäubt, das passt. Wir springen jetzt auf Quake. Sie hat ganz knapp überlebt. Aber Jessica Jones könnte ihm den Rest geben. Hat funktioniert. Wolverine versucht Jessica Jones zu bursten. Hat es nicht geschafft. Stattdessen werden wir jetzt versuchen, Wolverine wegzupusten. Und ihr seht es, Daredevil kontert sogar noch. Jawohl, das hat sich gelohnt. Wir greifen weiter Wolverine an, hoffen Blutungsschaden zu machen. Das hat funktioniert. Jetzt machen wir Daredevils Defense Down Deck mit Jessica Jones. Geben uns sogar noch ein bisschen Fähigkeitenenergie. Das hat Daredevil seine Ultimate aufgeladen. Und die setzen wir ein auf Wolverine, der sogar beide Gegner angegriffen hat. Superklasse. Daredevil hat's erwischt. Aber guck mal, wir haben Wolverines Ulti. Die machen wir mal auf Spidey. Das war's für ihn. Nur noch Wolverine ist da. Wir greifen mit Elektra an hier, machen uns unsichtbar, damit sie überlebt. Nur für den Fall der Fälle. Und Jessica Jones verpasst ihm einen Tritt in die Weichteile, in die Klöten, in die Glocken. Und bei ihm läuten jetzt die Glocken, während wir vorlocken. Haha. So. Mephisto, den nächsten Knoten mache ich einfach mal. Wir nehmen alles mit. Wir haben alles geschafft hier, Freunde. Die tägliche Aufgabe erfüllt. Weitere 5 Wolverine-Splitter. Und ich würde sagen, ich versuche einfach mal den nächsten Knoten. Weißt du, was ich mache? Ich könnte ja sogar mein Team wiederbeleben. Bevor ich da reingehe. Das wäre eigentlich ziemlich lustig, weil ich sowieso noch viel wiederbeleben kann. Komm, ich gehe da mal hin. Wobei, wiederbeleben wäre teuer, ne? Da wäre meine ganze Energie weg. ich belebe mal nicht wieder. Ich gehe mal mit meinem sekundären Team rein, okay? So. Und falls es nicht anders geht, werde ich wiederbeleben. Keine Sorge.
Dann packen wir das Spidey rein. Da ihn hier, so und da ihn hier. Ich gebe jetzt Sekundärteam rein. So. Wir versuchen mal zu reißen, was wir reißen können. Und falls es nicht anders geht, mein Gott, dann belebe ich halt wieder mein primäres Team. Und dem räume ich halt auf. Die Zwischenknoten sind ja meistens ziemlich leicht. Das Schlimmste sind ja die, die Bossknoten. Man muss dazu sagen, jeder, der einen Knoten besiegt, kriegt 4 grüne Fähigkeitsmaterialien und 2 blaue. Dadurch, dass ich bis jetzt noch keinen einzigen Knoten geschafft habe, kriege ich diese ganzen Fähigkeitsmaterialien nicht. Oh mein Gott, was ist hier los? Ach, das war dieser Knoten, verdammt. Ich brauche Crossbones. Hier, machen wir sowas hier. So, wir müssen die Gegner einen nach dem anderen weghauen. Das Beste wäre, glaube ich, wenn ich die Heiler wenigstens angreife. Die Handzauberin. Hier, die da. Ich will wenigstens... Ich bin nicht gut darin gerade. Oh mein Gott, die macht ich auch alle unsichtbar. Ja, ich bin nicht gut in Flächenschaden. Ich kann nur versuchen, meinen Schaden irgendwie aufzuteilen oder beziehungsweise jemanden schnell zu fokussen, bevor zu viele Leute von uns draufgehen. So. Aber mein Gott, die heilen so viel. Springen wir auf die drauf. Guten Abend, Doomslide. Schön, dass du reinschaust. Freut mich. Okay, kann ich vielleicht... So, und dann diese eine Heilerin ein bisschen meucheln. Geht das? Nein, es geht leider nicht. Sehr schade. Und die Heilung ist halt auch wirklich stark von denen. Ihr seht, wie viele dran sind. Das ist wirklich ein Gemetzel hier. Ja, am besten ist, man geht hier rein mit einem Charakter wie zum Beispiel Crossbones. Crossbones muss reingehen, seine Arbeit machen. Wir hoffen mal, dass Captain America genug blockt und noch ein Weilchen überlebt, damit unsere Elektra... Nein, die macht sich wieder unsichtbar. Verdammt. Und schaffen wir es noch? Nein, gar nicht mehr. Schade. Habt ihr das gesehen gerade, wie das aussah? Einer nach dem anderen. Genau, richtig. Mach du es mal, Mephisto. Ich glaube, das schaffst du ziemlich easy mit Flächenschaden. Ich habe ja total vergessen, dass das Team war, der Knoten war, wo so viele Gegner reingehen. Ihr seht, ich kann auch die Zahl hier unten gar nicht sehen, richtig. Da, ne, die wird mir gar nicht richtig angezeigt. Das sind mehrere Gegner, die hier drin sind. Wie viele sehe ich nicht. Und ich habe völlig vergessen, dass es der Knoten war, bei dem so viele Gegner auf einen Schlag drin sind. Okay, versuch's, Mephisto. Ich drück dir die Daumen. Wir machen in der Zwischenzeit mal ein paar Blitzkämpfe noch. Vielleicht holen wir ja den ersten Knoten. Das wäre ziemlich cool. Wir können ja mal gegen den da kämpfen. So, den ersten Meilenstein, meine ich. Wenn du es nicht schaffst, Mephisto, egal ob du es schaffst oder nicht, ich werde danach auf jeden Fall mein primäres Team wiederbeleben. Und dann gehe ich da rein und puste die alle weg. Hätte ich schon nicht gedacht, dass die... Ich kann an der Seite runterscrollen. Okay, vielen Dank, Suchkopf. Wusste ich gar nicht. Ich hatte den Scrollbalken übersehen. Schaue ich mir gleich nochmal an. So, dann wollen wir mal. Flächenschaden auf alle. Bam. Noch mehr Flächenschaden auf alle. Sehr gut. Und der erste ist fast down. Dann provozieren wir mal ein bisschen. So. Heil uns noch ein bisschen. Perfekt. Und dann greifen wir wieder an. Erstmal den, der sich unsterblich gemacht hat. Naja, machen wir eine Granate wenigstens. Treffen wir auch noch alle anderen mit. So, auf dem können wir Schaden machen. Sehr gut. Luke Cage provoziert. Das passt. Das hier noch. Das hier noch. Sehr gut. Nur noch der Boomer ist da. Hier machen wir ein bisschen Flächenschaden drauf. So. Den ja auch noch. Ja, ich fühle mich hier gerade wie so ein Ultra-Noob, als hätten wir gerade erst angefangen zu spielen. Mit diesen kleinen Mini-Teams. Aber so ist das eben Blitzkampf. Man spielt sich dann praktisch von unten nach oben hoch. Und wenn die Mini-Teams durch sind, hier, ne? Wir haben Kohle bekommen, wir haben Zeug bekommen. Das ist super. Oder bekommen wir gleich, wenn wir es abholen.
so die Belohnung hier nehmen. Perfekt. Und sobald das hier von 25 auf 50 hochgeht oder hier zu schwer wird, schalten wir dann um, ne, auf ein anderes Team. Weil da kommen schon die Crossbones-Teams und Rocket Raccoon-Teams. Kann ich jetzt vielleicht einen Trupp-Arena-Kampf machen? Also Arena-Kämpfe sind wichtiger. Haben wir noch ein bisschen Zeit wieder. Na gut, dann machen wir noch einen Blitzkampf. So, los. Und wir kämpfen gegen diesen Gegner. Wir schauen uns gleich nochmal unseren Raid-Fortschritt an und dann gucken wir mal, ob ich vielleicht noch was reißen kann. Da muss man halt doch mal zurückstecken. So, Elektra greift an und macht sich sofort unsichtbar. Oh mein Gott, die sind schon mächtig, die Gegner. Das gefällt mir gar nicht. Ich würde gerne den Boomer zuerst ausschalten. Mit 5 Schaden wird es natürlich nichts. Aber vielleicht, wenn wir normal angreifen. So. Gegner macht Konter. Ja, der kontert sehr, sehr viel, dieser Gegner. Ich greife einfach mit normalen Angriffen an hier. Hier provozieren wir ein bisschen. Damit Elektra ihn angreift. Sehr gut. Dann heilen wir es noch mal ein bisschen. So, perfekt. Und ich würde sagen, wir machen mal hier Flächenschaden. So, perfekt. Und dann nochmal Flächenschaden. Gegner kontert, das ist in Ordnung. Vielleicht können wir ja doch den zuerst killen. Genau, sehr gut. Dass er nicht mehr so viel kontern kann. Oh mein Gott, Elektra hat Punisher gemeuchelt. Verdammt, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Ganz, ganz, ganz schlecht. Weil Punisher war unser stärkster Charakter. Und wenn wir Elektra nicht down kriegen, denke ich, werden wir diesen Kampf noch verlieren. Weil die ist dann doch ziemlich stark. Und wir kriegen sie nicht down, weil sie unsichtbar ist. So, provozieren wir noch mal ein bisschen. Ah, halte durch. Jawohl, er hat doch durchgehalten. Sehr gut, machen wir Flächenschaden rein hier. Ah, das hat nicht gereicht. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Es war zu knapp. Jetzt wird er noch geheilt. Naja, es war zu knapp leider eben gerade. Okay, Yondu ist gefallen. Das ist eben schon mal sehr gut. Mein Team hat es leider nicht geschafft. Die Kampfkraft des gegnerischen Teams war sehr trügerisch. Die war zwar niedrig, die Kampfkraft des gegnerischen Teams, niedriger als meine, aber die Elektra hat die ganze Kampfkraft des gegnerischen Teams ausgemacht und war daher viel stärker als meine Charaktere. Deswegen werden wir jetzt mit diesem Team sowieso nicht weitermachen können und schalten dann hier auf unser sekundäres Team. Mein sekundäres Team besteht auch aus Elektra, aber das machen wir später. Komm, wir gehen erstmal raus hier, gehen mal hier rüber. Und, was ist hier bei Ansehen? Ach ja, genau, guck mal hier. Wir kriegen bei den Meilensteinen ja auch noch Quake-Splitter. So, sehr gut. Dann gehen wir in den Shop. Ach so, Moment. Du hast gemeint, der Sieg ist unser, aber... Ach so, ja, 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 klar, sorry. Ich war gerade falsch. Ich war gerade beschäftigt vor lauter und habe weiß gar nicht, wo ich gerade Gedanken war. Ich war gerade konzentriert auf den Kampf. Das ist ja dein Yondu, der gefallen ist. Das ist schade. Ich habe gerade gedacht, du hättest den gegnerischen Yondu gekillt, weil ich irgendwie gerade dabei dachte, dass der Gegner ein Yondu hatte. Naja, jedenfalls trauern wir jetzt mal alle gemeinsam um Mephistos Yondu. Oh. Aber wir haben es geschafft. Jawohl, der Sieg ist unser. Yay! Juhu! So, fortgeschrittenes MRT hat uns Suchtkopf empfohlen zu kaufen. Ganz, ganz wichtig, dieser Gegenstand hier. Fortgeschrittenes MRT. Nicht zu viel. Genau, nicht denken, fühlen. So, wir kaufen das jetzt hier, weil das wurde uns ja vorgeschlagen von Suchtkopf, weil das Ding sehr selten zu bekommen ist und sehr schwer zu farmen. Deswegen machen wir das jetzt so. Anstatt blaue Ausrüstung zu kaufen, farbe ich die schon mal vor. Wir gehen jetzt hier rein, klicken hier auf Weiter. Da sind jetzt mittlerweile alle drin. Der gute Mandrake Sun ist noch nicht mit... Doch, ist mit dabei. Und er sollte eigentlich in Strike Team 2 gegangen sein. Gucken wir mal, ob alles angekommen ist. Die Nachrichten. Genau, ist in Strike Team 2. Passt doch perfekt. So, okay, Mephisto. Was machen wir jetzt? Ich ehre deinen Yondu, indem ich mein Team jetzt komplett wiederbelebe, okay?
Es muss wahrscheinlich noch nicht mal sein. Eigentlich muss es gar nicht sein, weil wir sind schon bei 52%. Aber ich will noch ein bisschen was zeigen. Ich habe noch Energie zu holen. Okay, stirb mal ab, Freunde. Soll ich mein Hauptteam, mein primäres Team wiederbeleben? Und noch ein bisschen weitermachen? Oder soll ich mir die Heilung sparen? Ich wähle mal mein primäres Team aus. Und ihr entscheidet dann. So, Mephisto sagt, do it! Okay, wenn Mephisto sagt, do it, kann ich nicht widerstehen. Dann heilen wir mal unser primäres Team. Raggedon sagt, sparen. Naja, ich meine, wofür soll ich sparen? Wir bleiben eh noch ein ganzes Weilchen beim Rage stecken. Beim Tier 4 Rage stecken. Ich weiß, wir schaffen sowieso die 60% und wir werden sowieso noch ein ganzes Weilchen beim T4 Raid bleiben. Deswegen könnte ich sie auch genauso gut ausgeben, weil bis wir bei T5 sind, habe ich wahrscheinlich sowieso wieder 100%. Aber eigentlich würde ich sagen, ich spare sie mir lieber für den Fall, dass vielleicht Suchtkopf mal nicht mitmachen kann. Ach so. Okay. Okay, das ist ein Wort. Und, Mephisto hält sein Wort. Dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt da rein. Guck mal, wie weit wir kommen, wenn ich doch Energie ausgebe. So, wir machen hier noch... Moment, wer war das nochmal? Die Heilerin mit rein. Und dann versuchen wir es mal. Ich könnte ja auch Crossbows mitnehmen anstelle von Jessica Jones. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Außerdem kann es sein, dass Jessica Jones Heilenergie gibt. Deswegen machen wir das mal so. Wir beleben jetzt alle wieder. Zack, 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 zack. Hat uns jetzt 250 wieder Heilung gekostet. Wir haben nur noch 105. Aber ich denke, bis wir beim nächsten Tier sind, habe ich bestimmt wieder 500 voll. Beziehungsweise, wenn wir es unbedingt brauchen, bis dahin habe ich bestimmt wieder genug voll. Wir verlassen uns mal auf Suchtkopf, unseren Hypercarry und auf Mephistos Wort. So, Daredevil, Elektra und Jessica Jones. Ich greife mal hier Elektra an, unserem stärksten Angriff. Oh, Daredevil ging voll ab gerade. Sehr gut. Gegnerische Elektra musste fast dran glauben. Wir versuchen mal hier Daredevil auszuschalten ganz schnell. Sollen sie ruhig alle Wolverine angreifen, das stört mich kein bisschen. Wir könnten hier Punisher killen. Jawohl, sehr gut. Es gab Fähigkeitenergie für Wolverine. Das freut mich auch unheimlich. Wir sparen zwar die komplette Fähigkeitenergie, damit wir gleich noch ein bisschen weitermachen können. Ihr seht ja, das macht echt ganz schön was aus hier. Wir aktivieren mal Heilung für Daredevil. So, das passt soweit. Und dann hauen wir Elektra weg. Die nächste Welle kommt. Da ist Nobu mit dabei. Ich werde jetzt mal das hier aktivieren. Defensive Plus. Und dann schmeißen wir Stöckchen auf Nobu. Greifen die weiterhin normal an. Nobu ist halt gefährlich. Jawohl, es hat funktioniert. Ihr seht schon, es hat sich gelohnt, Jessica Jones Angriffskraft aufzutunen. Und jetzt pusten wir die Heilerin weg. So, mit normalen Angriffen am besten immer schön. Hier provoziere ich, glaube ich, vielleicht am besten. Ich provoziere am besten mal, damit der nicht zu viele Single-Target-Angriffe abbekommt. So lange, bis wir wieder heilen können. Denn ihr seht ja, Luke Cage ist eine Festung. Mein Yondu habe ich noch nicht gelevelt, Mantrix. Noch gar nicht. Aber ich werde es dir später mal zeigen. Ich muss mir erstmal in Ruhe anschauen. So, wir aktivieren wieder Heilung auf uns. Perfekt. Stehen also insgesamt ziemlich stabil da. Luke Cage, oh mein Gott, der sollte eigentlich wegpusten. Oh, jawohl, ihr habt einen Teamangriff gesehen. Luke Cage hat eine 30%ige Chance, wenn er angreift, dass ein Verbündeter assistiert. Und genau das ist hier gerade passiert. So, also der Kampf ist gut gelaufen. Der hat ein bisschen Schaden genommen insgesamt. Wir haben ein paar Cooldowns verschwendet insgesamt. Aber man kann sagen, hey, wir haben ordentlich Punkte geholt gerade. Hat sich gelohnt. Mantrix, ich habe leider mein Yondu noch nicht gelevelt. Ich habe ihn erstmal nur freigeschaltet. Und leveln werde ich ihn dann morgen mit euch gemeinsam. Weil ich habe nicht genug Gold, um ihn jetzt zu leveln.
So, Mephisto, ich könnte die nächste Welle ausdünnen. Ein bisschen. Ich könnte versuchen, die nächste Welle ein bisschen auszudünnen. Vielleicht sowas wie Nobu platt machen oder sowas wie die Heilerin platt machen oder so, damit wir dort dann ein bisschen besser vorankommen. Das wäre mal ein Versuch wert. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst wiederbelebt. Ich habe noch Energie. Also, warum nicht, ne? So, ich gehe rein in den nächsten Kampf, versuche auszudünnen und, oder soll ich warten? Willst du zuerst reingehen? Falls du noch was frei hast, entscheid du mal. Ich mache mal einen Trupp-Arena-Kampf. Okay, das können wir so machen. Ich habe mein primäres Team. Das kann ich locker dann zum Killen benutzen. Genau, Matrix, das ist der Punkt. Na, Yondu und Quake sind einfach so dermaßen mächtig, dass man wirklich auch stärkere Teams ziemlich gut besiegen kann. Das ist eben das, was die Meta ausmacht. 770 war hier gerade. Wenn er nochmal kommt, kämpfen wir gegen den. Der war eigentlich machbar. Siebenundsiebzig. Wir könnten es versuchen gegen den. Der hat zwar Crossbones und die Heilerin hier. Und dann auch noch Captain America. Aber die Heilerin heilt gar nicht allzu stark. Und Daredevil sollte am Anfang schon großen Damage machen auf Crossbones. Also versuchen wir es mal. Also, beachtet einfach nicht das, was hier geschrieben wurde von Mishako. Es gibt keine gehackten Versionen in diesem Spiel. Das ist völlig unmöglich. So. Also, machen wir weiter. Diesen Arena-Kampf hier. Und schauen mal, ob wir ihn schaffen. So, Sekunde mal kurz. Ich habe ja keine Ahnung, wer dieser Mishako ist, aber ich werde ihn mal ganz kurz bannen. Vom Chat. Oder kicken zumindest. So, wir haben gerade mal Mishako gebannt. Lieber Mishako, falls du ein ehrlicher Zuschauer warst und es nur gut gemeint hast, lass es mich irgendwie wissen, über irgendeine andere Weise. Finde selbst heraus wie, aber ich möchte hier im Stream nichts über irgendwelche gehackten Versionen hören. Erstens mal ist es völlig illegal. Zweitens ist es in diesem Spiel überhaupt nicht möglich, irgendeine gehackte Version zu spielen. Denn dieses Spiel hier ist komplett server-based.